Bis heute haben euch viele Menschen begleitet, die es gut mit euch meinen. Ich wünsche es, dass dieser Tag... Ein Festtag, den ihr gerne und lange in Erinnerung behaltet. Manche von uns Älteren denken zurück an die eigene Konfirmation oder an die Kommunion. Es ist schön und aufregend, das wissen wir, so im Mittelpunkt zu stehen. Und wir als Gemeinde tun möglichst alles, um die Aufregung nicht noch zu steigern. Der heutige Festgottesdienst, den feiern wir aber nicht in unserem eigenen Namen. Auch nicht im Namen der Festfamilien, auch nicht im Namen all der guten Erinnerungen, sondern wir feiern im Namen Gottes des Vaters, der uns beschützt, im Namen des Sohnes, der uns befreit und im Namen des Heiligen Geistes, der uns Mut macht und Hoffnung. Amen. Danke, dass wir jetzt feiern können. Wir singen gemeinsam.
so einfach wäre mit dem Durchschauen. Woher sollen wir wissen, was wahr ist und gut im Leben? Welchen Vorbildern können wir trauen? Wir werden nicht nur auf Antworten von anderen warten können, sondern auch uns selbst darüber klar werden müssen, wofür wir leben. Erbarme dich, Gott. Halte zu uns, wenn die Fragen kommen. Stärke uns, wenn wir uns um ehrliche Antworten bemühen, die unserem eigenen Leben Sinn geben können. Wir vertrauen auf dein Wort. Suchet, so werdet ihr finden. Wir danken dir für diesen Morgen und diesen Tag, der für viele so aufregend ist, dass manche in der Nacht vielleicht auch nicht so gut geschlafen haben, weil sie jetzt gleich im Gottesdienst etwas sagen müssen. Wir danken dir für die Menschen, die heute zum Gottesdienst gekommen sind, die mit unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden feiern und sie weiter begleiten. Wir danken für die Menschen, die heute arbeiten, damit wir nachher miteinander feiern können. Und alles, was wir jetzt selber auf dem Herzen haben, bringen wir in der Stille vor Gott. Danke, guter Gott, dass du da bist und uns hörst. Rühr du uns an mit deiner Kraft. Amen. Bevor wir hören, was die Konfirmandinnen und Konfirmanden uns zu sagen haben, gibt es jetzt die Möglichkeit, und zwar die letzte in diesem Gottesdienst, zu fotografieren. Für den Rest des Gottesdienstes geht es gleich die Fotos dann in der Tasche. Ich bitte herzlich darum. Es gibt noch viele Gelegenheiten, heute zu fotografieren. Jetzt ist eine. Nutzen Sie diese. Aus dem Berg, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird meinen Fuß nicht gleiten lassen und er dich gehütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr gibt deinen Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Alle Toten auferwecken will und mir samt alle Gläubigen
Und mir samt alle Gläubigen in Jesus Christus ein ewiges Leben geben wird, das ist gewiss dich wahr. Sondern dazu, dass wir ihn mit Ehrfurcht gebrauchen und feiern, Vertrauen anrufen. Das dritte Gebot: Du sollst den Feiertag heiligen. Das sechste Gebot: Du sollst nicht Ehe brechen. Gott schenkt Mann und Frau einander zu gegenseitiger Achtung, Liebe und Partnerschaft. In der Ehe verbinden sich Mann und Frau zu dauernder Lebensgemeinschaft. Dies bedeutet, dass sie einander die Treue halten und alles vermeiden, was ihre eigene oder eine andere Ehe gefährdet oder zerstört. Das siebte Gebot: Du sollst nicht stehlen. Gott gibt uns Teil an den Gütern dieser Welt und den Erträgen der Arbeit. Gott wird uns helfen, dass wir uns nicht auf unehrliche Weise bereichern. Weder durch Diebstahl, Betrug oder der Ausnutzung von anderen Menschen. Wir haben die Freiheit zu geben, statt zu nehmen. Das achte Gebot: Du sollst keine falsche Aussage machen über deinen Nächsten. Gott warnt vor Neid, der nur das sieht, was der andere hat, und vor der Gier, die nicht genug bekommen kann. Der Neid auf die anderen nimmt die Freude am eigenen. Alle diese Gebote sind zusammengefasst im Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinem Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wer sonst noch zu euch gehört, ihr seid jetzt dran. TYP, eine junge Band aus der Gemeinde in Stuttgart, aus der BBC, der Land Religion Church. Und wir singen euch etwas vor, und wir hoffen, dass es euch gefällt. Thank you.
Chanel? Nana. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft. Bis heute haben euch viele Menschen begleitet, die es gut mit euch meinen. Ich wünsche es, dass dieser Tag ein richtiger Festtag für euch wird. Ein Festtag, den ihr gerne und lange in Erinnerung behaltet. Manche von uns Älteren denken zurück an die eigene Konfirmation oder an die Kommunion. Es ist schön und aufregend, das wissen wir, so im Mittelpunkt zu stehen. Und wir als Gemeinde tun möglichst alles, um die Aufregung nicht noch zu steigern. Der heutige Festgottesdienst, den feiern wir aber nicht in unserem eigenen Namen. Auch nicht im Namen der Festfamilien, auch nicht im Namen all der guten Erinnerungen, sondern wir feiern im Namen Gottes des Vaters, der uns beschützt. Im Namen des Sohnes, der uns befreit. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns Mut macht und Hoffnung. Amen. Danke, dass wir jetzt feiern können. Wir singen gemeinsam. Bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unser Herr. Amen. Wenn es so einfach wäre mit dem Durchschauen, woher sollen wir wissen, was wahr ist und gut im Leben? Welchen Vorbildern können wir trauen? Wir werden nicht nur auf Antworten von anderen warten können, sondern auch uns selbst darüber klar werden müssen, wofür wir leben.
Erbarme dich, Gott. Halte zu uns, wenn die Fragen kommen. Stärke uns, wenn wir uns um ehrliche Antworten bemühen, die unserem eigenen Leben Sinn geben können. Wir vertrauen auf dein Wort. Suchet, so werdet ihr finden. Wir danken dir für diesen Morgen und diesen Tag, der für viele so aufregend ist, dass manche in der Nacht vielleicht auch nicht so gut geschlafen haben, weil sie jetzt gleich im Gottesdienst etwas sagen müssen. Wir danken dir für die Menschen, die heute zum Gottesdienst gekommen sind, die mit unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden feiern und sie weiter begleiten. Wir danken für die Menschen, die heute arbeiten, damit wir nachher miteinander feiern können. Und alles, was wir jetzt selber auf dem Herzen haben, bringen wir in der Stille vor Gott. Danke, guter Gott, dass du da bist und uns hörst. Rühr du uns an mit deiner Kraft. Amen. Bevor wir hören, was die Konfirmandinnen und Konfirmanden uns zu sagen haben, gibt es jetzt die Möglichkeit, und zwar die letzte in diesem Gottesdienst, zu fotografieren. Für den Rest des Gottesdienstes gibt es die Fotos dann in der Tasche. Ich bitte herzlich darum, es gibt noch viele Gelegenheiten, heute zu fotografieren. Jetzt ist eine. Nutzen Sie diese. Aus dem Herrn, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird meinen Fuß nicht gleiten lassen und er dich gehütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, der Herr behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Thank you.
dazu, dass wir ihn mit Ehrfurcht gebrauchen und im Fall an Vertrauen anrufen. Das dritte Gebot? Du sollst den Feiertag heiligen. Das sechste Gebot? Du sollst nicht Ehe brechen. Gott schenkt Mann und Frau einander zu gegenseitiger Achtung, Liebe und Partnerschaft. In der Ehe verbinden sich Mann und Frau zu dauernder Lebensgemeinschaft. Dies bedeutet, dass sie einander die Treue halten und alles vermeiden, was ihre eigene oder eine andere Ehe gefährdet oder zerstört. Das siebte Gebot? Du sollst nicht stehlen. Gott gibt uns Teil an den Gütern dieser Welt und den Erträgen der Arbeit. Gott wird uns helfen, dass wir uns nicht auf unehrliche Weise bereichern. Weder durch Diebstahl, Betrug oder der Ausnutzung von anderen Menschen. Wir haben die Freiheit zu geben, statt zu nehmen. Das achte Gebot. Du sollst keine falsche Aussage machen über deinen Nächsten. Gott warnt vor Neid, der nur das sieht, was der andere hat, und vor der Gier, die nicht genug bekommen kann. Der Neid auf die anderen nimmt die Freude am eigenen. Alle diese Gebote sind zusammengefasst im Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinem Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot, das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Thank you.
Fennel? Nana. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unser Herr. Denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Mina und Sarah. Oya kopa ye nyankopon. Ya da wase. Where you may a home, when ya and the day would do a more atom yen. Your drink, ye kakai at the cassia, would ye a chayen. Oh, ye may a home, and this senior Mrs. Sumbo a fa. Wama yen, yen ya, who dear cassia pa. Yet I was say, oh, I didn't you name. Well, if you seen the day, near you whom I didn't want to say, oh, your brabble. Sie bleiben dennoch auf Hilfe angewiesen. Darum bitten wir dich. Sei du ihnen nahe und behalte sie auf deinem Weg. Guter Gott, wir bitten für uns Eltern, dass wir das offene Gespräch mit unseren Kindern nicht abreißen lassen, dass wir ihnen die Freiheit gewähren, die sie brauchen, ohne sie allein zu lassen. Gib uns Kraft und Vertrauen, sie loszulassen. Aber auch den Mut, fest zu bleiben, wenn es nötig ist. Schenke, dass ihnen Menschen begegnen, die sie verstehen und denen sie sich anvertrauen können, die ein offenes Ohr für ihre Wünsche und Sorgen haben. Gott, unser Vater, gib du unseren Kindern Aufgaben, die ihren Gaben entsprechen. Sei du ihnen nahe, wenn sie in Schwierigkeiten kommen und an ihre Grenzen stoßen. Gib ihnen die Kraft und den Mut, ehrlich zu bleiben und um Vergebung zu bitten. Wecke die Bereitschaft, alles zu prüfen, das Gute zu behalten und immer wieder neu anzufangen. Bevor wir anfangen, würden wir darum bitten, dass alle aufstehen und sie können gerne mittanzen oder mittanzen. Thank you.
Und ich glaube, da wird es etwas laut werden. Wir sind ja aber durchaus auch etwas lautstärker gewohnt worden, jetzt gerade im Gottesdienst. Zwei Menschen werden auftreten und... Salaries, DJ Bobo, please. Can you switch it up? Yes! Thank you. And welcome once again, ladies and gentlemen. In fact, I don't know what to say. My family and I, family Means and family Mate, we are really short of words. But in short, we are grateful for the great things and the good things the Lord has done, especially on this day. The Lord has taken our children through this confirmation period for a couple of time now. Today, it was really a great day in their life at the church. Many of us who had the chance to be at the morning service, we all witness to the great thing that the Lord has done in their lives. As I said this morning also on the radio, I said, when we see occasion like this, many might think it's just always about party. But I said no. To my children, Nana and Zanel, it is the beginning of their life with Jesus. This is the period, whatever they do, whatever they say, whatever they step in, that the image of Christ will portray right upon them to prove that they are for Christ. So we thank all of you who also join hands and your hearts also together this morning at the church service. This afternoon, just a refreshment. Because many also came from afar. Many also had invitation. They couldn't make it up this morning, but yet they still wanted to come and also witness to the great thing the Lord is doing really in their lives. So as we began with the Lord, we are inviting our Father, the Almighty, to sanctify everything that we are about doing in this house this afternoon, committed everything into his hands. And we are also hoping that he shall also bring it to a very good end. Before
I call upon the man of God to bless this gathering. First of all, I would like all of you to give a very big round of applause to Nana and Zanel upstairs there. Because it is really a very tough thing if you want to go with Christ. It's not an easy thing. In the church, many witnesses today, some of our girls, they were so much tense, the pressure was so much that they even had to go off the stage for a while because the pressure was too much for them. But the Lord has been well with all of them. They were able to come back again. So all that we said that the devil was really a great liar. When Christ is on your side, no one can come against you. Let's welcome Pastor Kwache, since he is the man of God in the house, to bless this gathering, sanctify the food, making sure that everybody enjoy the best the Lord has prepared for us in the house. Hallelujah. Amen. We are going to pray. Let's all be on our feet to pray. Yes, Roger, in our soul, we are it is not here, can see at the Maun Yanko Pound Tune for. Father God, we bless you. Thank you, Abraham Yanko. We bless you for you being the father of Abraham. Now, what is Isaac Yanko? And you are the God of Isaac. And Jacob. And you are the father of Jacob. And we are sure anymore. This afternoon, we bless you, glorify you. Father God, when we see things like this, all that we say is that blessed be unto your name. Oh, as we came onto this earth, we came alone. But you've blessed us. You've blessed us with children. Father, as we are multiplying in life, that we are, our minds will also be focusing on the Israel. As we are also in captivity in Egypt. Oh, when it comes to things like that, we have to be prayerful. And let to commit our children also into the hands of the Lord. Because the Bible says, a king came and did even know Joseph. So they brought even so as we've been blessed on this earth, as we are multiplying in our children, then all our prayer is that our children may not go into this difficulty. So it is left of our children to be blessed, so that they might take upon great positions. So Father, we are praying. We are committing our children into your hands. Oh, that we are witnessing Father, our children. This day they are taking a step with you. So Father, they want to be Christ-like from you. So this afternoon, what we are waiting for? Oh, these children are beginning a new journey with you. So we are committing the children into your hands. And we are praying and committing the children into your hands. So Father, let your hands that you lift them up. That Lord, you let them put their steps. Right. Father, open doors for the children. Oh, let them have your favor. So wherever they might step in, let the favor be on upon them. Let your anointing be upon them. Let the wisdom and the knowledge be upon them. In their learning, in everything that they step in, let them take upon great positions. Every office that has been chosen to be opened in the name of Jesus. Lord, as they are taking upon time, oh, hatred may come upon them. As it happened to them in the time of Egypt, and the Egyptians we are praying unto God, that let your fire surround them, that every fire that will come against them, Lord, we break it. Every fire that will come against them, Lord, we commit it into your hands. Praying and committing it to you. But let this day, Lord, we are inviting you to take absolute control. All those on their way coming, Lord. Oh, let everybody come this way. By the food that you send, Lord, bless it. Lord, bless it. Everything will be blessed. Whatever we eat, that we pray. Amen. Amen. Many might not know these children. I believe many came
because of the invitation, because they know me, they know my wife, they know Mrs. Mean, they know Mr. Adams Mean. Perhaps they heard it also from Dosia, perhaps with the youth. So today I would like to introduce the children to you, first of all, before we begin dining with them. With a round of applause, let's welcome Mr. Adams Mean. Be the great father of the house. A big applause, Mr. Mean. Because today, our intention is that it should be a great day only for the children. We want our children to enjoy this great day. We are only stewards today for our children. We are only here to serve you, to make sure you get the best. But the day is for our children. So let's give applause to Mrs. Mean. Let's welcome my dear wife, Mrs. Martin. So now I welcome Nana and Zanel to come down to your parents, please. If Mr. Yannick Mean is here, please, we welcome Mr. Yannick Mean. Once again, give him an applause. I learned the other two great boys are not in. Let's welcome Lady Dosia Mean. With a great applause, let's welcome Kezia Nayabua Mate. Let's welcome the last young guy, Junior Maxil Bobo Mate. We still have two more gentlemen, but they are still serving. As we said, they are still stewards. So when they come, we shall introduce them to you. This is the family Mean and family Mate. Give applause unto God. We are so grateful unto the Lord for how far he has brought us. And so today, we are inviting all of you to join your hearts together with us, dine with us, enjoy the best. This dancing floor shall be filled. There will be no more talking too much. It's all about eating and dancing, because today is a special day. So enjoy and have pleasure with us. In Jesus' name, amen. Joy, the best music, the music of the town, the music of the moment, the music of the century, with DJ Bobo. Applause! To those of you who have not been seeing great pictures, good pictures, marvelous pictures, wonderful pictures in one of our internets, visit Bakupe, Kofi Bakupe.com.
He is the man who is going to dress you beautiful than you are today and place you in the internet, and you see your pictures, the wonderful colors, how best the Lord has bowled you. And so today, a big applause unto Kofi Bakon, the man in the house with all the pictures. And then afterwards, our ladies will dance with you together. But we want to feed you first. Enjoy your meal. Thank you. Anybody who feels like eating, please just get there and get yourself served. A very special announcement. A very, very special announcement. This announcement is right from our daughters, Nana and Zanel. All that they are saying is that Daddy and Mom, me and Marty, you've spent everything on us, but as for our present, we want to have it. So we've prepared a table for Nana and Zanel. So whatever touches your heart, whatever the Lord has touched your heart to bless the children from this journey onward. When you get there, you can just say, I am for Nana, or I am for Zanel, or I am for the both. So here is there, whatever touches your heart, just bless them, pray over it, let it be a good journey for their life. Maminka ni kiwa neska something here. Yo Adolfo, Enyanom, ai yeshemu aha. Eya yema Nana eni Zanel. Wamusi me mama nom me papa nom ni amo yama yeni so yeni je emum ne mum esanse ene eya yedani tini ya chadi eni diye yehia. And it's in the yes, a puno come a power, ha. And it's no, I did piada at the Wakuma so. Ah, and ninty, my friend, tea, and I'll debay, you know. Yes, sir, Udruwa, a puno yam, you know. Utimeka say, Ebia, nan and Tina may buy, eh? Now, dear ma, Utimeka say, Zanel and Tina may buy, eh? Now, dear ma, Utimeka say, Omumi and Nunti, and I may buy, eh? Na odiama na weshira so se onyame emani onton supangusu mama frano na omakwantuo aye from
Mesdames, Yes, I
And bless the food for this evening. So you need no more hesitating. You can strictly go right now and have your request, and it shall be done according to your wish. At this very juncture, our two beautiful daughters, Nana and Zanel, they want to show us some skills. They want to prove to us the Jesus style of dancing.
Because many of you, you've never seen Jesus Christ dancing before. But because the image of Christ is upon them today, they are going to perform the dancing style of Jesus. DJ Bobo, roll it. The heads of the house today are our future leaders. Give them a big applause. These are our future leaders who will mount in their big offices and take responsibilities while we shall be looking forward to be served, because we cannot cook and we cannot do anything on our own anymore. These children are going to take responsibilities. Are you with me? Are you with me? So today I want you to join hearts together. While all of them, we want all children to join Nana and Zanel to open the dancing floor. While you, the mamas and the daddies, you just be watching how this floor will be filled up. So as you can see, if the floor is getting more filled up, meaning we will be pushing more to only our bedrooms. Hello? So Mr. DJ, are you ready? Mr. DJ, are you ready? Yes! Oh yeah!
Thank you.
fire for body, fire for body. And if you follow me, go now, time let's go kill them. Baby girl, you bad. Girl, be where you are. And the mad over you, girl. And the mad over you, girl. And I'm a city aware. That's why he went to the tough wire. I said, and don't
and down for. Mwa mo time say ye mo ye ye. Yes, give me the food when you're down for. Yes, sir.
I'm gonna lose my passion when you die.
Yeah.
Yeah.
Thank you.
me one side. Tell them me for the one side. We no dey come, no care one side. Tell them me for the one side. Who call your feet to over? One side, man.
easy.